Schicht für Schicht zum frisch gedruckten Werkzeug. Waldemar Hirsch und sein Expertenteam aus Neckarsulm liefern mit Tools aus dem 3D-Drucker schnelle Lösungen für die Mitarbeiter in der Montage. Damit ist Audi Vorreiter im VW-Konzern. Das Projekt findet hier in Neckarsulm statt, weil wir schon die Erfahrung haben aus der Kleinserie. In den Böllinger Höfen bei Audi Sport setzen wir das Ganze bereits seit 3 Jahren ein und haben schon sehr vieles in Verwendung direkt in der Produktion. Bei uns ist eigentlich jeder Takt schon mit 3D-Druck-Hilfsmitteln ausgestattet und das Ganze wollen wir jetzt natürlich versuchen, auch für die Großserie greifbar zu machen. Und mit der Unterstützung aus dem Konzern schaffen wir das Ganze auch wirklich nochmal zu skalieren und einen großen Workshop zu machen, damit es nachher der ganze Konzern nutzen kann. In diesem einwöchigen Workshop arbeiten Audi 3D-Druck-Experten, Montagemitarbeiter und Kollegen der Porsche Consulting intensiv zusammen. Das Resultat? Hunderte Anwendungsfälle mit großem Einsparpotenzial durch gedruckte Hilfswerkzeuge. Das Wichtigste hierbei, der Mitarbeiter und dessen Bedürfnisse sind oberste Priorität. Also den Prozess, den wir hier aufziehen, ist, wir gehen direkt in die Linie, sprechen mit den Mitarbeitern, sprechen mit den Gruppensprechern und schauen uns an, was sie noch für Vorschläge haben, die wir dann im 3D-Druck umsetzen können. Das heißt, wenn wir die Idee an einem Tag bekommen, liefern wir schon am nächsten Tag aus und der Mitarbeiter freut sich, dass er wieder eine Lösung hat für sein Problem. Wie bei dieser selbstgedruckten Montagehilfe. Sie bewirkt, dass sich Kunststoffpropfen für das Heckabschlussblech nun mit viel weniger Kraftaufwand anbringen lassen. Wir haben heute das Werkzeug bekommen, haben die Mitarbeiter arbeiten lassen damit. Ich habe nur positives und super Feedback davon bekommen. Und die sagen, das sind wahnsinnig begeistert und wollen mehr davon haben. Ein weiteres Beispiel ist diese modifizierte Zange. Also das ist eine Kombizange. Die Idee war, dass wir einen Abstandshalter brauchen, damit wir die Klammern nicht zudrücken und beschädigen. Jetzt haben wir schon ein zweites Hitzwerkzeug, die noch besser ist. Die hebt sogar diese Klammer. Man braucht nicht mehr zudrücken. Der 3D-Druck steigert Flexibilität, Effizienz und liefert den Mitarbeitern Lösungen nach ihrem individuellen Bedarf. Auch die Kollegen der Porsche Consulting waren von der Zusammenarbeit begeistert. Bei Audi in Neckarsulm läuft das hervorragend. Also ich bin begeistert von dem Spirit, der hier herrscht, von der Kreativität hier und von der Unterstützung, die wir hier erfahren haben. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass das Thema hier sehr erfolgreich werden kann. Künftig übernimmt nun eine eigene Abteilung die Umsetzung des 3D-Drucks in der Großserie am Standort Neckarsulm. Ein weiterer Schritt für Audi zur digitalen Transformation, der auf einer guten Zusammenarbeit basiert.